So, das ist jetzt ein A. Und wenn ich jetzt hier eine Decke nehme oder einen Boden, geht auch. Nehmen wir mal die Decke. Hören Sie das? Da, da, da. Vom singenden und klingenden Holz hat Katja Zimmering sehr viel Ahnung. Seit über 25 Jahren baut und restauriert die Schwerinerin Geigen und sonstige Streichinstrumente. Der Wirkungsort? Eine kleine Werkstatt zu Hause in der Paulstadt. Zwei Leidenschaften haben sie schon seit ihrer Kindheit begleitet: Holz und Musik. Die Berufswahl fiel deshalb leicht, doch in Deutschland fand sich keine Ausbildungsstelle. Ihre letzte Chance ergriff Katja Zimmering im italienischen Cremona, der Geburtsstätte des legendären Stradivari. Dort lernte sie auch seine Geheimnisse kennen. Es gibt ja ein Buch, Die Geheimnisse Stradivaris, und nach dem habe ich auch immer gearbeitet. Immer wenn ich Instrumente, also ich habe ja, ich glaube, 8 Stradivari-Nachbauten gemacht und habe dann nach diesem Buch gearbeitet. Und es gibt ja immer sowas, als wenn der Lack jetzt ein großes Geheimnis wäre von den alten Instrumenten. Und als ich in Cremona war, habe ich den Lack eben auch selber gemacht und aus verschiedenen Harzen. Und da kann also jeder von mir das Rezept haben, wie man den macht. Das ist für mich überhaupt kein Geheimnis so. Frauen sind in diesem Beruf eher selten unterwegs. In der traditionellen Männerdomäne fühlt sich Katja Zimmering trotzdem wohl. Doch der Job selbst ist hart. Mindestens 200 Arbeitsstunden sind nötig, um ein Instrument zu bauen. Alles reine Handarbeit in kleinsten Schritten. Jeder Auftrag eine Herausforderung. Denn eine handwerklich gebaute Geige muss ein eigenes Gesicht haben und einen eigenen, unverwechselbaren Klang. Noch heute erinnert sich Katja Zimmering an ihre beruflichen Anfänge mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Witzigerweise habe ich die gebaut, als meine Tochter gerade geboren war. Und habe ich meine Werkstatt in der Wohnung so eingerichtet, dass ich praktisch in dem Zimmer, was ich hatte nur eine Einzimmerwohnung. Und da war so ein Futon und da lag dann meine Tochter drauf und war am Krabbeln und am Spielen und so. Und ich habe während der Zeit eine Geige gebaut. Viele einstige Kommilitonen von Katja Zimmering sind in Cremona geblieben. Dort stellen sie Geigen für Japan her. 6 Stück im Jahr kosten Punkt etwa 6.000 Euro pro Instrument. Auf diese Option hat Katja Zimmering damals bewusst verzichtet. Viel zu viel erinnerte der Job an eine Laufbandarbeit. Das war für sie mit dem Geigenbau nicht vereinbar. In ihrer Wahlheimat Schwerin fertigt Katja Zimmering Unikate an und macht sich Gedanken über die Zukunft des alterwürdigen Handwerks. Als ich anfing im 96, habe ich im 98 noch ziemlich viele Anfragen gehabt wegen Lehrstelle und Praktika und so. Und dann habe ich wirklich seit 98 bis jetzt, kann man sagen, also praktisch 20 Jahre vielleicht 3 Anfragen gehabt. Mehr nicht. Ihre Geigen sind ihre Kinder. Jede Trennung fällt Katja Zimmering immer schwer. Umso größer ist die Freude, wenn das Instrument zum ersten Mal erklingt. Und dann ist eine neue Geige dran.